Erstmal hallo, es hat sich in den letzten Wochen ja einiges getan, deshalb eine neue Lagebewertung. Beitrag vom WEF. Schreiben Sie, dass das gemeinschaftliche Teilen von Autos Teil des zirkulären Ansatzes ist, der notwendig ist, um die Nachfrage nach Edelmetallen und fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Soll wohl heißen, dass wir kein eigenes Auto mehr besitzen sollen, wenn wir es nicht bereit sind zu teilen. So sieht's aus, Enteignung auf einer kleinen Ebene. Aber da kommt noch mehr. Gasturbine nicht bekommen, dann bekommen wir kein Gas mehr. Dann können wir als Deutschland überhaupt gar keine Unterstützung mehr für die Ukraine leisten, weil wir dann mit Volksaufständen beschäftigt sind. Völlig richtig, und im Kleinen gibt's das ja auch schon. Sieh die Bauern, die sich Luft machen. Meine Einschätzung ist, die Angst davor ist nicht unberechtigt. Für mich hat da die Diskussion über Covid-Maßnahmen im Herbst ein Beigeschmäckle. Kann man doch Covid wieder vorschieben, um Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen zu erlassen. Volksaufstände bedeuten ja, dass der Bürger sich bewaffnet und gegen ein Regime, das ihm nicht gut tut, vorgeht. Das aber wieder würde extremes Chaos bedeuten. Dann droht der Blackout. Und der ist nicht romantisch. Da geht es nicht um Kerzenschein. Der Blackout ist brutal. Nach 3 Tagen ohne Strom wird in den Städten geplündert, so die Prognose. Absolutes Horrorszenario wäre ein flächendeckender Stromausfall in ganz Europa. Denn niemand weiß, wie lange es dauern würde, den Kontinent wieder ans Netz zu bringen. Die Experten rechnen eher mit Wochen als mit Tagen. Dass ein Blackout kommt, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Und wie wir gehört haben, kommt es dann eventuell, nein, es kommt mit Sicherheit zu Plünderungen und zu Gewalt auf den Straßen. Überlegt mal, welche Großstadt wie viele Polizisten die hat. Glaubt ihr, dass diese in der Lage sind, die Lage dann, die dann herrscht, dieses Chaos noch irgendwie unter Kontrolle zu bringen? Die Prognose, es wird wochenlang ausfallen, wenn die EU keinen Strom mehr hat, das sehe ich sogar noch anders. Ich gehe davon aus, es wird Wochen dauern, bis Deutschland wieder Strom hat, die EU Monate. Und da werfen uns auch manche Länder Doppelstandards vor. Ich habe das jetzt erlebt, als ich in Indonesien war, weil die Headlines sind: Deutschland verlängert Kohle. Dann sagen die: Aber ich dachte, ihr wollt Klimaschutz machen. Da sieht man, wir müssen ganz, ganz viel sprechen weltweit, um zu erklären: Nein, wir machen das jetzt in die Reserve für die Zeit, wo wir die Stromversorgung nicht hundertprozentig anderweitig sicherstellen, aber wir weichen nicht von unseren Klimazielen ab. Und so komplex ist gerade die Welt. In dieser Aussage kann man erkennen, wie weltfremd die Politiker der heute sind. Es gibt noch nicht mal genug Transportmittel, um die Kohle überhaupt zu den Kohlekraftwerken zu schaffen, geschweige denn von irgendwo von A nach B zu verschiffen, weil die ganzen Schiffe jetzt ja umgerüstet haben, die Kohle war ja vor dem Aus, und jetzt Getreide transportieren. Wenn die Grünen an ihren Abschaltzielen festhalten, dann werden wir definitiv einen großen Blackout bekommen. Ich denke jetzt nicht, dass die Polizei alle Poolbesitzer aufsuchen wird und guckt, ob die Pools warm sind. So ist es nicht gemeint. Was jetzt die Frage von privaten Pools angeht, also mit Gas beheizten privaten Pools, würde man das zur Anzeige bringen, wenn die Verordnung dann greift, dann wäre das in der Tat dann gegen die Verordnung und würde dann auch strafbewehrt sein in dem Sinne. Aber wenn jemand sagt, guck mal, da hält sich einer nicht dran, dann wird man dem sicherlich nachgehen. Viele von uns haben sicherlich keinen Pool. Aber hier spricht er schon an, das Denunziantentum wird wachsen. Ich habe da schon mal ein extra Video drüber gemacht, über die Gefährder in einer Krise. Verlinke ich euch mal oben. Aber wo wird es dann enden? Jetzt sind es momentan die schönen Schwimmbäder, die man nicht mehr beheizen darf. Dann sagt man, naja, gut, 6 Zimmerwohnungen brauchen auch nicht alle beheizt werden. Dann sagt man, naja, gut, 3 Zimmerwohnungen sind auch noch, da braucht man auch nicht alles heizen. Und am Schluss kann man nur noch einen Raum heizen oder darf man nur noch einen Raum heizen. Schon mal drüber nachgedacht, warum die Regierung Wärmehallen baut? Da könnt ihr dann hinfliehen mit eurem nicht gepackten Fluchtgepäck, weil ihr keins habt. Na klar, ihr lasst all euren Besitz zu Hause und geht mit einem kleinen Köfferchen dorthin. Alles abschalten, die Klimaanlagen, Aufzüge, Warmwasser. Wenn ich so etwas lese, dann kommt mir das Kotzen. Zeigt es doch, wie sehr die Politiker an uns Bürgern interessiert sind. Na klar, alles abschalten, auch die Sauerstoffversorgung für die Kranken. Schaltet alles ab, die Infusionsanlagen, die Beatmungsmaschinen, schaltet doch alles ab. So wollen Sie in den kommenden Monaten freiwillig 15% weniger Gas verbrauchen. Bei größeren Versorgungsengpässen sollen weitere verbindliche Einsparziele vorgegeben werden können.
Alles klar, wir Bürger sollen sparen, kurz duschen, möglichst wenig Energie und Treibstoff verbrauchen. Aber im Kanzleramt läuft immer noch die Klimaanlage für 22 Grad. Alle Lichter brennen, obwohl seit Wochen keiner mehr drin ist. Es ist ja Sommerpause. In Berlin da laufen auch noch alle Gaslaternen Tag und Nacht, weil man nicht fähig ist, sie zu reparieren. Und man hat Angst, wenn man sie ausschaltet, dann geht nichts mehr, dann kann man sie nicht mehr einschalten. Das ist Sparen auf hohem Niveau der unserer Regierung. Aber wir werden leiden. 15% Ersparnis, ja, wie sollen die denn zustande kommen? Das müsst ihr euch mal fragen, wie wollen wir 15% einsparen, einfach so? Zunächst mal glaube ich, es ist sehr wichtig, unserer Bevölkerung zu sagen, dass wir zusammenrücken müssen, dass es 2-3 harte Winter geben wird, aber dass es auch darum geht, der Ukraine zu helfen und bewusst auf russisches Gas, auf russische fossile Energie zu verzichten. Das müssen wir deutlicher machen und hier ist auch politische Führung verlangt. Gut hingehört, er spricht nicht von einem Winter, er spricht von vielen Wintern, von mehreren Wintern. Also das Ganze wird uns noch begleiten, es wird noch schlimmer werden, glaubt es. Volksverräter. Ist ein Nazi-Begriff. Es gibt kein Volk und es gibt deswegen auch kein Verrat am Volk. Interessante Ansicht, es gibt kein Volk, also haben wir auch keine Volksabstimmungen und wir Bürger sind einfach, ja, sind wertlos. Ja, mein Fazit, nur so ein paar Beispielen. Die Regierung wird umsetzen, was sie umsetzen will. Die Meinung des Bürgers, die zählt nicht mehr. Es wird wohl sicher zu Versorgungsengpässen und auch Blackouts kommen. Die gefürchteten Aufstände sind mehr als wahrscheinlich. Das Ganze wird mehr als ein paar Monate dauern. Wie schon gesagt wurde, ein paar Winter lang. Die gebauten Wärmehallen werden sich wohl füllen und nicht nur einen Winter, sondern über mehrere Winter. Wer jetzt immer noch glaubt, alles wird gut und er muss sich nicht vorbereiten, tja, der wird wohl auf der Strecke bleiben. Daher auch meine Anregung, fangt jetzt schon an, euch darauf vorzubereiten, falls es zu Aufständen kommt, dass ihr schnell reagieren könnt. Nutzt die verbleibende Zeit, um noch ein bisschen Vorsorge zu betreiben, Sachen einzulagern, euch wirklich darauf vorzubereiten. Überseht nicht, was ihr so noch alles braucht an Reparaturmaterial, denn es wird schwierig sein, noch überhaupt etwas heranzukommen. Nun wird es einige geben, die sagen, ich male das zu schwarz, mal sehen, wie es weitergeht. Vielleicht habe ich recht, vielleicht ihr. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr gesund bleibt. Gute Tage, bereitet euch vor. Überlegt mal selbst, was Sache ist, recherchiert selbst.